ist doch gar nicht hier mit euch. Wir singen über lecker Mädchen. Steve Allen zum ersten Mal im Maritim Hotel auf der Bühne, Club Kölner Karnevalisten, Präsentationsabend 2022. Coole Show, würde ich mal sagen. Wie war es für dich? Ja, war genial. Also man ist natürlich ein bisschen nervös, ne? Also, und ja, aber es hat alles super geklappt. Genial, ich bin glücklich, zufrieden, Feedback ist super. Also top, kann so weitergehen. Startest du jetzt ganz neu in den Karneval oder hast du schon erste karnevalistische Erfahrungen? Wir haben ja jetzt 2 Jahre Corona-Pandemie also sozusagen hinter uns, womöglich auch noch vor uns, das wünschen wir uns natürlich nicht, aber ist das so jetzt so der Neustart in den Karneval? Ja, ich mache das schon ein paar Jahre so, im kleineren Stil natürlich, aber es hat sich einfach dahin entwickelt, dass es einfach scheinbar doch so gut ist, dass es jetzt weiter nach oben geht, freue ich mich natürlich. Und habe parallel auch viele Songs geschrieben, auch tatsächlich für Leute, die im Karneval sehr gut unterwegs sind, was man gar nicht weiß. Ja. Magdalena, gibt es die in real oder ist es ein Kunstprodukt? Ja, tatsächlich gibt es die nicht. Also das war einfach Fantasie, ja. Also nicht Maria Magdalena oder sowas? Nein, nee, also kann sich jeder so vorstellen, wie er will, seine Magdalena. Ja, oder hast du ein kleines süßes Geheimnis, das du jetzt nicht verrätst? Ich habe mal auf der Bühne eine Dame, wenn sie das jetzt hört, aus meinem Fanclub Magdalena getauft. Also das war Zufall. Jetzt ist die Magdalena für immer und ewig. Ja. Wie geht's weiter? Also jetzt im Karneval gibt es viele Buchungen. Wie läuft? Ja, also ich hoffe natürlich für alle Künstler, dass das vorangeht. Also es sieht gut aus, es geht sehr gut voran, aber wir hoffen natürlich, dass wir alle Karneval feiern können. Ne? Also für uns alle. Ist man da eigentlich als Künstler mal nervös, wenn man so viel Show auch dabei hat, so viel Show-Elemente, also Trockeneisnebel? Was ist das? Das ist normaler das? Nebel, ja. Normaler Nebel, Entschuldigung, normaler Fog. Ja, dann. Am Schwitzen, man sieht es ja, ne? Also Hölle. Also war gut was los da auf der Bühne. Dann natürlich Feuerwerk und alles, dass es immer klappt. Was würde man eigentlich machen, wenn das Feuerwerk mal nicht losgeht? Ich muss sagen, es ist kein Feuerwerk, weil sonst könnte man ja nicht in so einer kurzen Zeit was auf die Bühne bringen im Karneval. Ich halte ja sogar meine Hand da rein. Also kann man überall machen, jeder Location. Kann man auch gegen die Decke schießen, also keine Angst. Wenn jetzt einer denkt, um Gottes Willen, Feuerwerk kann man nicht gebrauchen. Also. Macht da Kölner Lichter in meinem Saal. Ja, also. Alles ungefährlich, ja. Aber das ist schon ein gigantischer Aufwand auch, oder ist das eigentlich so, weil das ja oft Literaten dann auch fragen, braucht man da ewig lang, bis man sowas stehen hat, oder ist das so zack, 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 aufgebaut? Ist so konzipiert, dass es schnell funktioniert, tolle Crew dahinter, dass alles zack, zack auf der Bühne ist. Wir haben uns das so, also ich habe mir das so ausgedacht und dann haben wir zusammen alles ausgetüftelt und hat heute alles super geklappt. Ich bin super glücklich. Steve Allen, danke. Viel Spaß im Karneval, im Fastelayer, Session 2023 und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, Phil Rösner da draußen. Bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste. Macht das gut.